Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zurück zum Ausblick. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in diesem Ausblick geht zum Beispiel um das Matchmaking auf T3 bis T5. Und wir werden uns mit dem Wettrüsten beschäftigen, wo auch Änderungen durchgeführt werden. Außerdem wird es in der Anzeige der Panzerungsanordnung im Hafen auch Änderungen geben. Wir schauen uns die gemeinsam an. Fangen wir erstmal mit den Flugzeugträgern an. Das erste, was passieren wird, ist, Wargaming hat festgestellt, dass auf T3 und T5, also in den Tierstufen dazwischen, ne, T3 bis T5, es schwierig ist für Schiffe, sich gegen Flugzeugträger zu wehren. Da sage ich doch mal Danke. Ja, das war uns als Spielern schon lange bekannt, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich gegen Flugzeugträger zu wehren. Besonders gegen dieses Exemplar hier, nämlich den japanischen Träger, der Hosho, die ja jetzt mehrfach schon verändert wurde, damit sie nicht mehr ganz so stark ist, um nicht OP zu sagen. Man konnte schon ganz stark sehen, wie viel Einfluss die Flugzeugträger aufs Gefecht haben. Und das war ganz besonders deswegen so, weil unter anderem eben auch bis zu sechs Flugzeugträger in einem Gefecht sein konnten. Also drei auf eurer Seite und drei auf der Gegnerseite. Und da die Schiffe auf dieser Tierstufe quasi eine Angel haben als Flak, könnte man sagen, ist es natürlich besonders schwierig, sich gegen diese Flugzeugträger zu wehren. Wargaming möchte dagegen jetzt was tun und wird für T5-Kämpfe, also für alle Gefechte auf der Tierstufe 5, ein Soft-Limit von zwei Flugzeugträgern maximal einführen. Und erst wenn ihr lange gewartet habt, dann wird das aufgeweicht und dann würden trotz alledem nochmal drei Träger reinkommen. Aber die Wartezeit, ne, wird eben sehr lang sein. Ich glaube, 2 oder 3 Minuten müsst ihr mindestens gewartet haben, bis dann eben drei Flugzeugträger in das Gefecht mit reinkommen. Für die Tierstufen darunter, also zum Beispiel 4, gibt es eine harte Grenze jetzt, dass maximal nur noch zwei Flugzeugträger in einem Gefecht sein können. Das ist schon mal sehr, sehr gut, vor allen Dingen für unsere T3-Schiffe und T4-Schiffe, ne? Die ja dann immer mit T4-Flugzeugträgern konfrontiert werden, weil das die niedrigste Tierstufe überhaupt ist. Ja, ist das eine Erleichterung, ja? Ob das jetzt massiv viel besser wird, muss man nachher sehen. Ich wünsche es den Spielern auf dieser Tierstufe, wenn man dann in so einem Gefecht unterwegs ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin selber ab und zu mal in dem Bereich unterwegs und wir manchmal fahren wir es ja auch im Livestream, da konnte man ja neulich erst sehen, also das ist jetzt schon wieder 2, 3, 4 Streams her, aber da konnte man echt stark sehen, wie viel Einfluss Flugzeugträger auf den Gefechtsausgang haben. Selbst wenn man dann das letzte Schlachtschiff ist, weil beim Gegner nur noch die Flugzeugträger leben, haben die trotzdem so viel Einfluss, dass man sagen kann, huh, da überlebt man dann auch mit seiner schwimmenden Blechinsel nicht mehr so lange. Ja, wie gesagt, die Popularität der Flugzeugträger ist auf jeden Fall gestiegen durch diesen CV-Rework und da muss jetzt halt dem ein bisschen Rechnung getragen werden. Weiter geht's mit den Wettrüsten. Und bevor ich es vergesse, ist es natürlich so, dass diese Änderung erst Anfang 2020 kommen wird, also wahrscheinlich dann mit dem Update 090. Also alles, was wir hier besprechen, ne, das habe ich jetzt eben noch nicht erwähnt, aber es ist ja wenigstens schon mal gut, dass das adressiert wird. Kommen wir zum Wettrüsten. Wettrüsten ist ja so ein Gefechtsmodus, wo hier, ihr seht es ja auf dem Foto, so bestimmte Zonen erobert werden müssen und dann bekommt ihr besondere Bonis. Jetzt wird das Wettrüsten aktualisiert, denn wahrscheinlich, wenn wir in Zukunft in diesem Gefechtsmodus auch Flugzeugträger sehen, dann das ist eigentlich der Hintergrund, warum das aktualisiert wird. Es wird Bonis geben in Zukunft, die die Bewegungsgeschwindigkeit von Schiffen und Flugzeugen, beziehungsweise auch die Ruderstellzeit von Schiffen und Flugzeugen quasi die Geschwindigkeit erhöht. Also, dass ihr schneller fliegt oder eben schneller die Kurven links und rechts ändern könnt. Also, das ist schon mal was. Konstante Wiederherstellung von Trefferpunkten. Auch da wird es für Schiffe und Flugzeuge eine Möglichkeit geben und nicht nur für Schiffe. Die Nachladegeschwindigkeit der Hauptbatterie oder eben der Torpedos wird erhöht, und dann eben auch die Wartungszeit bei trägergestützten Flugzeugen. Das kann halt eine Rolle spielen. Das ist eine Sache, ne? Also für Schiffe ist es dann die Hauptbatterie und Torpedos und für Flugzeugträger ist es dann eben die Wartungsgeschwindigkeit der Flugzeuge, bis sie also dann wieder bereit sind, dass neue nachgeladen sind für die abgeschossenen Flugzeuge. Und dann gibt es noch die Nachladegeschwindigkeit von Schiffen und Flugzeugen für Verbrauchsmaterialien. Heißt also der Cooldown. Ja, der Cooldown wird kürzer, ne? Das sind auch noch Bonis, die ihr bekommen könnt. Und vor allem, es wird in Zukunft etwas angezeigt werden. Und zwar seht ihr das hier schon auf dem Foto. Ihr könnt sehen, wie viel Bonis ihr wovon bekommen habt. Nämlich hier
quasi über den üblichen Verbrauchsmaterialien, die ihr so benutzt. Das ist auch eine interessante Verbesserung. Ich bin mal gespannt, wie es allgemein wird mit Flugzeugträgern dann in diesem neuen Gefechtsmodus. Es gibt ja schon den einen oder anderen, der daran zweifelt, dass das jetzt besonders toll ist. Aber es war ja ganz klar oder ist ja eigentlich ganz logisch, dass mit der Zeit auch immer mehr die Flugzeugträger ins Spiel integriert werden. Ja, sie haben sie in einer komplizierten Art und Weise gebracht, waren selber nicht ganz zufrieden damit, aber sie werden halt jetzt weiterentwickelt und auch die letzten Reste, wo sie vielleicht noch viel zu stark sind, werden jetzt, also statistisch gesehen viel zu stark sind, werden dann halt jetzt auch so langsam behoben. Ja, entscheidend ist, dass ihr die Sachen in dieser Abholzone, dieser Dropzone, wo diese ganzen Sachen gedroppt sind, diese Verbesserungen, in Zukunft trotz alledem nur mit dem Schiff holen könnt. Das heißt, der Flugzeugträger ist auf euch angewiesen oder fährt da selber rein in diese Zone. Ja, das ist auch ist nochmal so ein Hinweis, dass man da jetzt endlich einfach hinfliegen muss, um die Sachen abzuholen oder so eine Sache. Das ist, nur nochmal erwähnenswert der Vollständigkeit halber. Und dann kommen wir zu neuen Änderungen oder noch Verbesserungen, so wird es gesagt. Die Schiffe Southern Dragon, Eastern Dragon und Arp-Schiffe, also hier zum Beispiel auch die Arp Haguro, ja, werden zu richtigen Premium-Schiffen. Das heißt, dass ihr am Ende mehr Credits für die Gefechte mit diesem Schiff erhaltet. Und das ist doch mal ein tolles Geschenk. Das Schiff existiert jetzt ja, ich glaube, schon über 2,5 Jahre im Spiel. Und jetzt werden sie zu vollwertigen Premium-Schiffen. Das ist eine tolle Sache für diejenigen, die Schiffe noch haben. Und der nächste Punkt ist, dass es neue zusätzliche Inhaltseinstellungen geben wird. Und zwar bekommt ihr jetzt einen Boni von einer Tarnung, auch wenn ihr sie versteckt, also nicht anzeigen lasst. Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Das sollte man einfach mal wissen. Wenn ihr die Tarnung ausblendet, dann könnt ihr trotzdem Bonis dafür bekommen. Das war in der Vergangenheit eben nicht so. Ja, und die standardmäßige permanente Tarnung wird, wenn man sie eben ausblendet, trotzdem als Typ 5 Tarnung angezeigt. Also das ist genau diese, die ich jetzt hier eingeblendet habe. Ne? So sieht es dann optisch eben aus, zum Beispiel bei japanischen Schiffen. Und dann kommen wir noch zu der Anzeige vom Panzerungsschema im Hafen. Der wird nämlich auch aktualisiert. So wie ihr das jetzt aktuell habt, ist es eben so zu sehen. Ja? Ihr habt viele grüne Bereiche, das ist dann so die normale Deckspanzerung und so, also 32 mm, 50 mm und so weiter. Die Aufbauten werden hier hellblau angezeigt mit 19 mm und die besonders stark geschützten Bereiche des Schiffs werden dunkelrot angezeigt. Und alles, was kurz vor dieser Panzerungsdicke ist, eben hellrot, sage ich es einfach mal. In Zukunft wird das so aussehen, das heißt, dieses Farbspektrum wird einfach ein bisschen zusammengefügt. Ja? Grün ist jetzt der schwächst gepanzerte Bereich, hier die 19 mm eben. Ja, also das ist ja nur schon gelbgrün, kann man ja fast schon sagen. Und die Deckspanzerung und die Frontpanzerung wird dann orange, dunkelorange und ja, richtig rot wird es nur da, wo es eben richtig dick gepanzert ist. Ne? Das ist Nummer 1, was sich hier verändert und dann könnt ihr hier auch sehen, dass die ganzen Anzeigen sich verändern. Was jetzt, ihr könnt anders filtern, das so Filteroptionen, ne? Die werden ein bisschen anders dargestellt. Ihr habt 6 Optionen. Hier halt nur die Zitadelle, dann kommen da die Türme mit dazu, dann ist der Zwischendeck, die Aufbauten, die Torpedowülste sozusagen und das müsste die komplette innere Struktur sein, glaube ich. So stelle ich mir zumindest vor. Ne? Jetzt sieht es ja noch so aus, da sieht man hier nur diesen Außenbereich, dass diese Torpedowülste quasi mit integriert sind. In Zukunft kann man das eben ausblenden, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und der Rest, der hat sich eigentlich nicht verändert. Die Reihenfolge hat sich so ein bisschen verändert, in welcher Reihenfolge man die Sachen aufrufen kann. Werden wir dann sehen, in Live und in Farbe, wenn es auf dem Live-Server drauf ist, respektive dann auf dem PTS, von dem wir euch natürlich auch wieder berichten werden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass auch diese Änderung erst mit Update 0.9.0 kommt. Das ist natürlich Work in Progress und es kann sich alles, wie gesagt, immer ändern bei dieser ganzen Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt wieder ein paar Informationen näher bringen. Wenn dem so ist, freut mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben, über euer Abo, über eine Glocke. Wenn ihr die drückt, dann werdet ihr immer informiert über Livestreams und Videos, wenn wir dann online kommen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, weiterempfehlen, wenn eure Kumpels das vielleicht noch nicht kennen und ihr das hier toll findet. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, sagt das Siegkreuz-Team und ich, euer Andi. Ciao, ciao.